Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bindevideo. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir eine CDC-Setch im Klinkhammer-Style. Ich habe eingespannt einen Tunker TE120 in der Größe 14. Als Bindefaden ein Uni, nee, stopp, das ist der UTC 140 in Oliv. Light Oliv. So. Ich beginne im vorderen Drittel mit der Grundwicklung. Ich schneide den Rest kurz ab. Fleißin, CDC-Feder Natural Brown. Ich habe mir zwei schöne Federn rausgesucht und diese übereinander gelegt. Diese binde ich nun nach vorne stehend oben mit zwei lockeren Wicklungen ein und versuche, diese zusammenzuziehen. Mache jetzt mal eine Wicklung und dann schaue ich, wenn ich sie zurückklappe, wie lang die sind. Und ich habe schon zu viel gezogen. Macht nichts. Nächster Versuch. Wieder einmal drauf. Einmal zur Sicherung. Und diesmal nicht ganz so weit ziehen. Ihr seht, jetzt bin ich bis zur Mitte vom ersten Drittel zurückgerutscht. Das ist falsch. Also ziehe ich einfach den Bindefaden mit dem CDC wieder nach vorne, ziehe stramm, klappe nochmals um und schaue, ob die Länge jetzt passt. Die ist so in Ordnung. Ich richte wieder schön aus, ziehe stramm und mache ein, zwei Wicklungen. Den Kiel mit dem Rest CDC schneide ich den langen Weg sehr schräg ab, drehe mir meinen UTC-Bindefaden auf, dass er flach wird und mit engen Wicklungen, ohne dass er sich dreht, binde ich den Rest vom CDC unter den Körper ein und ich gleiche mir jetzt schon direkt die Körperform an, und zwar genau so, wie ich sie später auch haben möchte. Jetzt drehe ich wieder auf. Jetzt drehe ich wieder auf. So, das ist jetzt die Körperform, wie ich sie gerne hätte. Der Körper besteht aus Turkey Biots, das sind Hornkrannen von einer Feder vom Truthahn. Ich streife mir eine Feder ab und ich hoffe, man sieht's. Hier ist die Feder spitz und sehr transparent und hier unten seht ihr etwas dunkel. Die Feder ist wie ein T und die untere Seite hier, die spreizt sich schön ab und gibt diese tolle Segmentierung. Das heißt, die Segmentierung kommt nach unten und wird nach unten eingebunden, wenn ich von mir weg die Feder wickeln werde. Ich binde dies auf den Körper fester ein, bis nach vorn. Zur Sicherheit könnt ihr jetzt das hier abschneiden, weil das stört. Könnt ihr mit ein wenig Bindelack arbeiten, aber ich finde ein bisschen Sekundenkleber, hier den Fly Tires Cement, finde ich besser geeignet. Der gibt mir noch ein klein bisschen mehr Sicherheit bei der Feder. Ich trage einfach ein wenig auf den Körper auf. Da mir
der Quill mit meinen Wurstfingern nachher zu knapp wird, benutze ich direkt schon eine Häschelklemme. Ja, jetzt habe ich noch den Bindestock aus dem Fokus geschoben. Ja, nochmal wieder zurück. So. Und nun fange ich an, eine Wicklung neben die andere zu setzen. Und ihr seht hier schön, wie die Segmentierung entsteht. Nach oben hin werde ich ein klein bisschen die Rippung vergrößern. Jetzt bin ich am Thorax angekommen. Ich sichere nun trotzdem noch mit meinem Finger und fange den Quill mit dem Bindefaden ein und binde diesen vorne schön am Thorax fest. Jetzt spleiße ich mir den Faden. Der 140er ist dazu richtig gut geeignet. Und ein wenig Squirrel SLF. Hier jetzt in Dunkeloliv. Wird mein Thorax. Ich entnehme mir die passende Portionsmenge. Schließe den Faden und fange an, den Bobbin zu verdrehen. Das könnte ein klein bisschen zu wenig Dubbing sein. Naja, sehen wir gleich. Und jetzt wickel ich von vorne nach hinten den Thorax. Ja, reicht gerade so hin. Nun drehe ich den Faden wieder ein bisschen auf, dass er nachher, hoppala, falsche Richtung, dass er beim Kopfknoten mir nicht platzt durch die starke Verdrallung. Klappe oben drüber das CDC. Sichere mir mit zwei Wicklungen. Und hier möchte ich jetzt auch nicht großartig mit Lack den Kopfknoten versauen. Ich mache mir wieder auf dem Bindefaden einfach ein wenig Sekundenkleber. Und mache einen Dreier-Whip, bin ich. Zieh stramm. Und schneide kurz ab. Hier vorne stehen jetzt noch so ein paar Fibern ab. Sieht relativ gut aus, aber ist nicht gewollt. Ich schneide sie jetzt ab. Der Thorax von unten wird nur noch ein bisschen mit dem Velcro gebürstet. Nach rechts und nach links. So. Ganz klein bisschen stutzen und fertig ist eine CDC Setch oder ein Emerger. Kann man tief gefischt, also tief im Oberflächenfilm fischen. Wenn man gut fettet, kann man auch als eine Setch fischen. Ist so ein kleines Etwas, was vielseitig einsetzbar ist, mit einem recht schönen Körper aus einem Biot. Auch hier nochmal in eine Nummer größer gebunden. Das ist jetzt 14 und das ist 12. Jetzt rede ich Quatsch. Nein, sind beides 14er. Okay, zurückmarsch mal, beides 14er. Aber ihr könnt natürlich 10, 12, 14, 16, 18 binden. Sehr einfaches, sehr schönes, tolles Muster. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Marco.